Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In diesem Video möchte ich mit euch über Cambarellos reden. Das sind Zwergkrebse für das Aquarium. Und den ersten Zwergkrebs, den wir hier auch sehen können, hierbei handelt es sich um einen Cambarellos. Deswegen seht ihr gerade auch den Krebs und nicht mich. Normalerweise seht ihr immer mich bei der Begrüßung. Und ich kann, bevor ich etwas zu diesen Krebsen genauer sage, wollte ich euch erstmal jetzt diese Aufnahmen des Krebses zeigen. Er wirkt vielleicht sehr groß bei den Aufnahmen, aber tatsächlich wird ein Cambarellos nur etwa 3 bis 4 cm groß, die Weibchen eher 1 cm größer als die Männchen. Und generell kann ich noch sagen, dass es bei den Zwergkrebsen bzw. bei den Cambarellos etwa 17 verschiedene Farben gibt bzw. Arten. Und hierbei handelt es sich um einen Cambarellos Pure, beziehungsweise um einen eher schokoladenfarbenen Krebs. Aber es gibt den Krebs auch in vielen anderen Variationen und Farbvielfalten. Zum Beispiel auch in Orange oder in Blau, in Rot oder was ihr euch sonst noch so vorstellen könnt. Und wir können diesen kleinen Krebs hier gerade mal dabei beobachten, wie er versucht, ich bin mir nicht sicher, bei der Seerosenwurzel hier empor zu klettern. Und jetzt wird der kleine Krebs aber gleich nicht mehr zu sehen sein. Und jetzt ist er auch... hier ist er wieder. Dann werde ich einfach mal weiterreden. Also wie gesagt, hier handelt es sich eher um einen Cambarellos der Art Pure. Und die Pure Cambarellos sind auch diese, die man am ehesten in ein Gesellschaftsbecken einsetzen kann. Man kann diese Krebse, da sie eben diese kleinbleibende Größe haben, wie ich es schon erwähnt habe, durchaus auch schon in einen Nanocube mit etwa 30 Litern setzen. Aber wie immer gilt, je kleiner das Becken, desto weniger Krebse solltet ihr natürlich auch dort ansiedeln. Es ist durchaus möglich, nur Weibchen zusammenzuhalten, aber dann ist natürlich nicht mit Nachwuchs zu rechnen. Allerdings sollten eher weniger nur männliche Krebse zusammengehalten werden, da diese ja ein territoriales Verhalten aufweisen und das da nicht besonders gut wäre. Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese kleinen Krebse 20 bis 30 Eier in sich bewahren können. Und je nach Aquarium, je nach Fütterung und Haltung, kann es auch durchaus sein, dass dann alle 20 bis 30 Krebse heranwachsen. Und damit solltet ihr auf jeden Fall immer rechnen, wenn ihr die in euer Aquarium einsetzt, dass wenn ihr euch Nachwuchs wünscht, ihr auf jeden Fall schaut, was ihr mit 20 bis 30 kleinen Mini-Krebsen dann machen könntet. Ich würde auf jeden Fall euch eher raten, dass wenn euch das zu viel ist mit diesen kleinen Krebsen, dass ihr vielleicht dann, wie gesagt, auf eine Gruppenhaltung mit beispielsweise nur weiblichen Tieren zurückgreift. Es ist natürlich auch immer möglich, einen Krebs nur alleine zu halten. Ich würde aber auf jeden Fall eher auf eine Gruppenhaltung zurückweisen, beziehungsweise zugreifen, je nach Beckengröße. Wobei ich natürlich, wie ich es eben schon erwähnt habe, eher weniger männliche Krebse zusammenhalten würde, aufgrund dieses territorialen Verhaltens. Hier noch ein eher Negativbeispiel. Also man sollte eher weniger diese Cambarellos mit Panzerwelsen zum Beispiel zusammenhalten, da, wie man es hier sehen kann, die Panzerwelse sich am Boden des Aquariengrundes befinden und natürlich auch die Cambarellos. In diesem Becken hier ist es noch in Ordnung, da dieses Becken ja hier eine Größe von 800 Litern aufweist. Das heißt, dass sowohl Panzerwelse als auch die Krebse hier genügend Platz haben und auch, wie man es hier sehen kann, genügend Mullen, auf welchen sie zurückgreifen können. Denn ich weiß nicht, ob ich das schon angeschnitten habe, hatte, aber die Cambarellos-Krebse ernähren sich überwiegend von Mulm und irgendwelchen Pflanzenresten. Und je nachdem, wie groß sie werden, aber dann auch mal von Mückenlarven oder kleineren Shrimps oder so, also auch mal etwas Tierischem. Eher so wie auch die Panzerwelse, die sich ja auch eher von Bodendreck ernähren und kleineren Mückenlarven oder ähnliches, welches hier auch mal zu Boden sinkt. Oder totes Pflanzen- oder Fischmaterial. Hier eben könnte man irgendwo hier, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, war eben auch noch ein kleiner Krebs, welcher gerade zu Boden gesunken ist im Aquarium. Genau, also die kleinen Krebse können auf jeden Fall
mit verschiedenen Bodenlebewesen zusammengehalten werden, ja, wie zum Beispiel Garnelen, aber ich würde sie eher weniger mit Panzerwelsen zusammenhalten. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Camarellus pure noch die Art sind, die am verträglichsten sind mit anderen Lebewesen. Also ich habe auch schon gesehen, wie ein Panzerwels den kleinen Krebs weggescheucht hat, aber ich habe noch nicht gesehen, wie ein kleiner Krebs diesen Panzerwels angegriffen hat. Wobei man natürlich hier auch sehen kann, dass dieser Panzerwels je nach Alter etwa doppelt so groß werden kann wie unser kleiner Camarellus auf jeden Fall. Und genau, das kann ich erstmal dazu sagen. Wie gesagt, die Ernährungsweise, vor allem durch Mulm, ist auf jeden Fall etwas sehr Einfaches. Also handelt sich um eine einfache Ernährungsform dieser Krebse. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Aber sie können, das ist kein Krebs, hier ist der Krebs, sie können bei Zimmertemperatur gehalten werden. Also Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad sind für sie auf jeden Fall kein Problem. Diese hier werden, glaube ich, bei etwa 18 bis 19 Grad Wassertemperatur gehalten. Allerdings sei dazu gesagt, dass je wärmer das Wasser ist, die Krebse natürlich auch desto schneller wachsen und sich desto schneller auch aus ihrem Panzer befreien. Und es ist immer unterschiedlich, wie viele Häutungen ein Camarellus bzw. generell ein Krebs überleben kann. Das bedeutet, je wärmer euer Wasser ist und je mehr Nahrung ihr in diesem Becken habt, desto schneller wird euer Krebs wachsen und desto schneller kann es natürlich dann auch sein, dass euer Krebs stirbt. Also generell lässt sich da eher keine Altersspanne vorgeben, was diese Tiere angeht. Aber eben diese Körpergröße, also von etwa 3 bis 4 cm. Es handelt sich da um eine kleinstbleibende Krebsart, weswegen diese Krebse auch lange, lange von Forschern überhaupt nicht entdeckt worden sind, da sie eben so winzig klein sind, dass sie nicht zu entdecken waren. Und man kann hier auch sehen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass hier ein Krebs sitzt, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkennen, da er eben auch diese pure Farbe hat, welche sich sehr in die Umgebung integriert. Hier ist auch nochmal jetzt ein Camarellus zu sehen. Generell kann ich nur nochmal darauf hinweisen, abschließend, dass diese sehr gut für ein Aquarium geeignet sind, auch für kleinere Aquarien, da eben vor allem die Camarellus pure sich sehr gut in ein Gesellschaftsbecken integrieren, eben auch mit friedlicheren Fischen. Guppies finde ich in dem Zusammenhang auch nicht schlecht oder Platys, da diese sich eher an der Wasseroberfläche befinden, während diese Krebse sich natürlich eher am Boden des Aquariums befinden. Und die Krebse dienen selbstverständlich zu einer natürlichen Reinigung des Aquariums. Also wie ich es erwähnt habe, ernähren sie sich eher von Mulm und abgestorbenen Pflanzen oder Tierresten. Also ihr müsst auf jeden Fall keine Sorge haben, dass sie an eure Pflanzen gehen. Und falls ein Krebs doch auch mal an eine Pflanze gehen sollte, ist es natürlich schwierig für ihn, überhaupt etwas vom Blatt bzw. von der Pflanze abzuknipsen, da er so winzig klein ist. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut, dass diese Krebse da so gut gehalten werden können. Eben auch in einem Gesellschaftsbecken. Jetzt seht ihr auch mal nochmal mich, während ihr die ganze Zeit nur in Anführungszeichen meine kleinen Krebse und auch meine Panzerwelse gesehen habt. Es handelt sich hier übrigens auch um das Aquarium, bei welchem ich euch mal Mützenschnecken vorgestellt habe. Und man kann sehen, dass diese Mützenschnecken hier überhaupt nicht mehr zu sehen sind. Was auch damit zusammenhängt, dass diese Camarellus sehr kleine Schnecken auch durchaus fressen, wenn sie ihnen unter die Krallen kommen, beziehungsweise unter ihre Scheren. Ich denke, dass das auf jeden Fall mal noch interessant zu erwähnen war. Generell kann ich sagen, dass es sich ja hier um eher ein natürliches Aquarium handelt. Also wenn ihr jetzt einen Querschnitt durch einen See oder einen Fluss erhalten könntet, würde dieser wahrscheinlich so aussehen wie dieses Aquarium hier. Das ist vielleicht für euch optisch nicht so unbedingt ansprechend und es ist dann auch etwas schwieriger, diese ganzen Lebewesen zu filmen. Aber es ist das Aquarium, welches dem natürlichen Lebensraum meiner Camarellus und der Panzerwelse am nächsten kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim anderen Video von mir wieder einschaltet. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht Camarellus in einem eurer Aquarien habt, da man diese ja auch durchaus kaufen kann. Wobei man immer aufpassen muss, was die Krebspest und ähnliches angeht, wenn man diese bei sich einsetzt. Da hatte ich aber auch schon mal etwas in einem Video über Signalkrebse und europäische Flusskrebse dazu gesagt.
Ich würde mich, wie gesagt, jedenfalls sehr freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen in einem anderen Video. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Also, wir sehen uns dann bald wieder, eure Gartenfee Maya. Bis bald!